Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Wir haben heute hier einen Mercedes GLK aus 2014 und dieses Fahrzeug hat eine Laufleistung von knapp 90.000 Kilometern. Das heißt, relativ wenig gelaufen. Das Fahrzeug hatte noch nie einen Getriebeölwechsel bekommen oder keine Getriebespülung und das Getriebe schaltet an sich okay. Das Problem ist, dass das Getriebe okay schaltet, heißt nicht, dass es in dem Getriebe gut geht. Deswegen kann man anhand der Adaptionswerte von dem Getriebe sehen, wie ist der wahre Zustand, denn das Getriebe versucht sich zu adaptieren. Wenn man sich so ein Fahrzeug anschaut und ihr verschiedene Werkstätten fragt, dann werden wahrscheinlich 10 von 10 euch sagen, bei diesem Fahrzeug kann man gerne einen Ölwechsel machen oder eine Getriebespülung. Und viele von euch werden das auch sicherlich tun. Doch die meisten werden danach merken, dass das Getriebe schlechter schaltet als vorher. Und in diesem Video werden wir darauf das ansprechen und das besprechen, warum das der Fall ist. Um das Ganze kurz begreiflich zu machen, zeige ich euch erstmal das Öl. Hier sieht man zum Beispiel, in welchem Zustand so ein Öl ist. Das heißt, das Öl ist nur 90.000 Kilometer in dem Getriebe, denkt man 90.000. Normalerweise sollte man durch das Öl durchgucken können. Wir haben in dem Getriebe keine Verbrennung. Das heißt, das, was wir da sehen, diese Farbe, ist durch Lamellenabrieb, durch Verschleiß. Ein Getriebe ist sehr kompliziert, aber ich werde das versuchen, euch einfach kurz zu erklären, wie ein Getriebe funktioniert. Wir haben bei dem Getriebe eine Ölpumpe, die versorgt das Getriebe mit Öldruck. Der Öldruck ist abhängig von der Drehzahl. Das heißt, irgendeine Komponente im Getriebe muss dafür sorgen, dass der Öldruck runtergeregelt wird. Das ist die Mechatronik bzw. ein Kolben in der Mechatronik. Dann haben wir einen Drehmomentwandler hier im Getriebe. Da sind auch Kupplungen drin, die können verschleißen. Auch der Wandler wird von der Mechatronik angesteuert. Dann haben wir sozusagen in dem Getriebe die Kupplungslamellen. So sehen die aus. Wir haben solche Kupplungen. Und diese Kupplungen sorgen dafür, dass wir eine Haftung bekommen. Diese ganzen Kupplungen sind in so einem Turm verbaut und dieser Turm ist in dem Getriebe eingebaut. Das Herz und Gehirn des Getriebes ist die Mechatronik oder der Schaltschieber. Das ist so eine Komponente. In dem Fall ist die jetzt hier zerlegt. Ich werde euch gleich die Komponente von diesem Fahrzeug zeigen, dass ihr euch mal seht, wie ist der Verschleiß, der Zustand, wie viel Dreck wir sowas nach 90.000 haben. Aber das Prinzip ist sehr einfach. Wir haben ganz viele metallische Kolben, die mit einer Feder arbeiten und die bewegen sich permanent in diesem Gehäuse, in dem Gehäuse und auch in diesem Gehäuse. Das heißt, jeder Kolben hat eine Funktion und jeder Kolben muss natürlich geschmiert werden. Wie der Kolben bei dem Motor braucht eine Schmierung, genauso braucht dieser Kolben ebenfalls eine Schmierung. Haben wir hier eine schlechte Schmierung, geht diese Komponente kaputt und dann muss man die leider für sehr viel Geld tauschen. Wenn die Mechatronik oder der Schaltschieber kaputt geht, sorgt das Teil dafür, dass das Getriebe kaputt geht. Das heißt, durch einen Verschleiß der Mechatronik verschleißt das Getriebe schneller. Wir werden uns mal angucken, wie ist die Mechatronik, wie ist der Zustand bei diesem Fahrzeug. Hier kann man das zum Beispiel sehen. Wir haben die Mechatronik zerlegt. Die Mechatronik besteht aus mehreren Komponenten. Wir haben zum Beispiel hier ein Steuergerät. Dieses Steuergerät hat hier verschiedene Sensoren. Die Mechatronik besteht aus zwei Hälften. Und die beiden Hälften sind sozusagen durch eine Dichtplatte getrennt. Das könnt ihr hier sehen. Hier kann man zum Beispiel sehen, auf der Dichtplatte, dieses ganze schwarze Zeug, was ihr hier seht, das ist alles Lamellenabrieb. So sollte es normalerweise aussehen. Ihr seht, das heißt, hier habe ich einfach nur sauber gemacht, das alles, was wir hier sehen, ist der Lamellenabrieb. Was denkt ihr, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Getriebespülung machen würde bei diesem Fahrzeug oder einen Ölwechsel durchführen würde, denkt ihr, dass dieser ganze Dreck aus der Mechatronik rausbekommt oder dass wir das rauskriegen? Die Mechatronik besteht aus einem Labyrinth und so ein Getriebe hat zum Beispiel 7 oder 6, 7 oder 5 oder 9 Gänge. Das heißt, bei einer Getriebespülung oder einem Ölwechsel werden wir sowieso nur 2 Gänge plus Rückwärtsgang überhaupt aktiviert bekommen. Das heißt, wenn man sich darüber Gedanken macht, versteht wahrscheinlich jeder von euch, egal wie viel man spült, egal wie lange man spült, man kriegt diesen ganzen Dreck, was sich hier abgelagert hat, über 10 Jahre lang nicht raus. Was ist die Konsequenz des Ganzen? Die Konsequenz ist, dass dieser ganze Lamellenabrieb eine schlechte Schmierung oder eine gute Schmierung verhindert. Das heißt, ihr habt gesehen, wir haben hier ganz viele Kolben und diese Kolben bewegen sich permanent. Die müssen geschmiert werden. Wenn wir, egal wie gut das Öl ist, wenn wir ins Öl Sand reinpacken, haben wir natürlich irgendwann
ein Problem. Genauso haben wir natürlich auch hier ein Problem, wenn wir diesen ganzen Lamellenabrieb nicht befreien. Das heißt, die einzige sinnvolle Maßnahme bei diesem Fahrzeug und bei allen Fahrzeugen ab 8 Jahren und 100.000 Kilometern ist, die Mechatronik auszubauen, zerlegen und komplett zu reinigen, komplett von den ganzen Lamellenabrieb zu befreien. Das kann man nur per Hand. Denn wenn man das nicht tut, wenn wir dieses Fahrzeug einfach spülen würden oder einen Ölwechsel durchführen würden, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei 99%, dass das Getriebe schlechter schaltet als vorher. Vielleicht nicht sofort nach der Spülung, aber nach einer Woche, nach einem Monat und nach 3 Monaten. Warum ist das so? Die meisten von euch haben das wahrscheinlich jetzt verstanden, weil dieser ganze Dreck, der sich hier abgelagert hat, er verlagert sich. Der verlagert sich von einer Stelle auf die andere und das Getriebe kann nicht so kompensieren. Das Getriebe versucht entsprechend gegenzusteuern, zu adaptieren und das Getriebe fängt an komisch zu schalten. Und das ist halt, was wir oft mitbekommen von Anrufern, die unsere Videos gucken oder die einfach verzweifelt sind. Die haben viel Geld für eine Spülung investiert mit originalem Mercedes-Öl, originalem Mercedes-Filter. Alles vernünftig gemacht. Aber Getriebe schaltet schlechter. Man kann das vorhersagen, vorhersehen. Jetzt, liebe Zuschauer, versteht ihr selber, warum das der Fall ist. Jetzt kann jeder von euch nachvollziehen, dass es bei eurem Fahrzeug oder bei dem Fahrzeug oder bei der Laufleistung oder bei dem Alter selbstverständlich ist, dass das passieren wird, dass das Getriebe schlechter schalten wird. Doch das ist nicht das Schlimme, dass das Getriebe schlechter schaltet. Das Schlimme ist, wenn man diesen ganzen Lamellenabrieb, den man da sieht, nicht entfernt. Das Schlimme ist, dass er für einen Defekt der Mechatronik sorgt. Und die Mechatronik ist kein günstiges Bauteil und für viele Fahrzeuge ist sie nicht mehr zu kaufen. Manche Mechatroniken können wir instand setzen. Aber wenn wir die Mechatronik zum Beispiel zerlegen und reinigen, prüfen wir sie auch. Das heißt, wenn ihr eure Mechatronik geprüft haben möchtet, könnt ihr die gerne mitbringen oder uns zuschicken und ihr bekommt ein Prüfprotokoll. Denn genau wie bei dem Motor, man den Motor auf Kompression prüfen kann, genauso kann man auch die einzelnen Bereiche der Mechatronik, die verschiedene Funktionen haben, wie zum Beispiel Wandlersteuerung oder Steuerung der einzelnen Kupplungen oder zum Beispiel Reduktion des Öldrucks, kann man auf Verschleiß prüfen. Wir haben hier zwei defekte oder eine defekte Mechatronik, eine neue Mechatronik und man kann, ich zeige euch mal, wie wir das zum Beispiel prüfen. Wir prüfen das über einen Vakuumtest, das heißt, ihr seht, dieser Bereich hier, zum Beispiel diese Mechatronik, die sind 1:1 identisch, hat einen Wert von 20. Wir sollten mindestens Werte von 18 haben. Hier prüfen wir genau die gleiche Mechatronik, genau die gleiche Stelle und wir haben hier Werte von 6. Das heißt, diese Mechatronik ist leider defekt. Sie ist verschlissen, das heißt, wir haben dort einen Kompressionsverlust und durch diesen Kompressionsverlust, der verursacht wurde durch eine schlechte Schmierung, durch diesen ganzen Lamellenabrieb, haben wir das Problem, dass wir dadurch einen Mehrverschleiß des Getriebes bekommen. Das Getriebe verschleißt schneller, als es normalerweise verschleißen sollte und geht irgendwann kaputt. Doch das Problem ist einfach, eine Getriebereparatur ist nicht einfach, denn bei einer Getriebereparatur wird ja nicht jedes Bauteil getauscht, sondern nur die Verschleißteile und entsprechend kriegt man auch nur ein Jahr Garantie. Deswegen sollte man das Getriebe nicht dazu bringen, kaputt zu gehen, sondern die richtigen Maßnahmen rechtzeitig zu machen. Schreibt gerne eure Erfahrungen in die Kommentare, abonniert unseren Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.